Der 21. Dezember 2012 rückt immer näher und viele starren auf dieses Datum und insofern ist es vielleicht einmal sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, ob es sich bei diesem Datum und diesem Jahr nicht um einen Fixpunkt, sondern um einen Prozess handelt. Ein Prozess, der auch über dieses Datum hinausgeht. Insofern einerseits die Panik zu verlieren wäre, auf der anderen Seite aber auch nicht die Hände in den Schoß gelegt werden sollen, sondern ein persönlicher Beitrag zu dieser Entwicklung, zu diesem Prozess zu leisten wäre. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde beim Alpenparlament über das Thema 2012, über das Thema Dein Prozess 2012. Ich freue mich, Michael El-Rahim Amira als Gast heute im Studio zu haben. Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe im Einstieg darauf hingewiesen, dass es in der Tat, und das ist eigentlich das auch Interessante und Besondere an deiner Arbeit, nicht darum geht, quasi so panisch auf dieses Schluss, in Anführungsstriche, Datum zu schauen, sondern dass es weitergeht und dass wir eigentlich mitten in einem Prozess drin sind. Ganz genau. Das ist ähnlich wie in einem Fußballspiel. Würden wir beim Fußballspiel nur die 90. Minute uns betrachten, würden wir das ganze Fußballspiel ja nicht erleben. Und die 90. Minute zeigt uns zwar das Ergebnis, aber viel entscheidend ist ja, dass wir diese 90 Minuten dabei sind, entweder aktiv als Spieler oder als Schiedsrichter oder inaktiv, indem wir zuschauen und trotzdem während des Spiels ja Emotionen und Gedanken haben. Also diese 90 Minuten, die sind jetzt entscheidend und der 21.12.2012 zeigt uns dann das Ergebnis. Wobei du darauf hinweist, aber da kommen wir noch im Detail drauf, dass in dem Moment, wo ich sag mal, ich mich einbringe, gegebenenfalls auch nach diesem Datum, es nicht zu spät ist, in Anführungsstriche. Das Gegenteil ist der Fall. So wie die geistige Welt mir das erklärt, ist es jetzt, wir schaffen die Rahmenbedingungen, also auf spiritueller, geistiger, emotionaler und einwirkend auf die Ätherebene. Das würden jetzt die Voraussetzungen bis zum 21.12. sein. Dann haben wir die Voraussetzungen und ab dem 22.12. geht es erst richtig los. Denn dann haben wir, so sagt die geistige Welt, circa, sie haben mir gesagt, circa 20 Jahre. Ich wusste das vorher nicht, ich habe jetzt mit anderen darüber gesprochen, die haben mir gesagt, ja, das ist 2032. Der nächste Termin der Mayas nach diesem 2012 ist 2032 und dort beginnt das goldene Zeitalter. Die geistige Welt, im neuen Buch sagen sie es auf den gechannelten Seiten, dass ab dem 21., also ab 2012, Ende 2012, werden auf dieser Welt, sagen sie, zwei Menschenheiten leben. Die angstvollen, unsicheren, unbewussten Menschen, die sich sogar an Orten, in Familien, in Kontinenten sammeln werden. Und auf der anderen Seite die spirituellen, bewussten, liebevollen, die sich bewusst sind, was passiert. Und wir werden dann 20 Jahre die Aufgabe haben, dass wir, die spirituellen, die bewussten Menschen, die die Gesetzmäßigkeiten kennen, das erleben werden, was Jeschua uns ja immer wieder gesagt hat. Ihr werdet in dieser Zeit größere Wunder vollbringen, als ich sie gerade erbracht habe. Und wir, die jetzt gelernt haben unter diesen scheinbar schwierigen Bedingungen, wie man mit Materie und ihren Gesetzen umgeht, werden dann Wunder vollbringen. Wir werden gesund, vollkommen wieder gesund. Wir werden uns verjüngen. Und die anderen werden dastehen und sagen, wie machst du das? Und dann werden wir in der Lage sein, in diesen 20 Jahren die gesamte Menschheit sukzessive in den Bewusstseinszustand zu bringen, den wir uns in den letzten Jahrzehnten erarbeitet haben. Das heißt aber, dann ist auch die Aufgabe, eine Hilfestellung, also die ist auch jetzt schon da, aber eine Hilfestellung zu geben, denjenigen, die, das ist ja vielleicht auch gar nicht oder mit Sicherheit gar nicht vorwerfbar, diesen Schritt noch nicht haben Nein, vollziehen können. überhaupt nicht. Um etwas zu verstehen, um die Menschheit zu verstehen, ist eine Grundbedingung, eine Voraussetzung, um auch die verschiedenen Menschen auf dieser Welt zu verstehen. Das kannst du nur verstehen, wenn du erkennst, dass jeder Mensch eine bestimmte, wie eine Schulklasse, einen Neuntklässler, würdest du vollkommen anders einschätzen können, weil er ein anderes Wissen hat, weil er neun Schulklassen besucht hat. Ein Erstklässler, wenn der anfangen würde, die ersten Buchstaben zu schreiben, du würdest ihn niemals belächeln, sondern du würdest sagen,
Ich war, ich bin jetzt in der 9. Klasse, so habe ich ja auch angefangen. Ah, und er ist schon beim B jetzt und er kommt zum C. Verstehen können wir die Menschen und uns selbst dann, wenn wir erkennen, dass so wie wir die Schulklassen besucht haben und uns permanent zu entwickeln, wir uns unterscheiden, wie viel Reinkarnationserfahrung haben wir? Sprich, wie viel Leben hast du oder ich oder hat ein Mensch schon gelebt? Und diese Unterscheidung, die ja im spirituellen Bereich sicher bekannt ist, zwischen den jungen Seelen, den Teenager-Seelen, den reifen Seelen oder den alten Seelen. Und auf dieser Welt gibt es eine Gruppe, die geistige Welt nennt sie die Ältesten der alten Seelen. Sie nennen sie mit dem Wort, das ist Lemurisch-Atlantisch, das ist die Sprache der Elohim, es ist die Engelssprache, mit Ankanatei. Und Ankanatei heißt, das sind die Hüter und Hüterinnen von Mutter Erde seit Anbeginn der Zeit. Das heißt, es gibt auf diesem Planeten inkarnierten mit materiellen Körpern diejenigen, die von ihrem Entwicklungszustand so viele Inkarnationen gelebt haben, unendliche, es sind die Priester und Priesterinnen von Atlantis. Es sind die Einwohner Lemuriens. Und in diesem Raum und auch hier sitzen sehr viele dieser Menschen. Und meine Hauptaufgabe ist, diesen Ankanatees sich wieder zu erinnern, wer sie sind. Denn in dem Moment, Michael, wenn du erkennst, wer du bist, weißt du, was du zu tun hast. Du weißt in deinem, auf deiner Seite darauf hin, dass diese Bezeichnung kein Titel ist. Ja. Warum ist das wichtig? Weil es ja sofort entstehen könnte, etwas die normalen Menschen, ja, und die Besonderen, die Elite. Und das ist genau das Gegenteil der Fall. Es ist eine Aufgabe. Es ist ähnlich, wenn ein Haus gebaut werden darf, gibt es einen Architekten, der seine Aufgabe hat. Allerdings kommt der Architekt relativ früh zum Einsatz, weil er die Aufgabe hat, um das Haus zu bauen, erstmal den geistigen Rahmen zu schaffen, das Bild zu sehen, das dann über Papier. Und dann kommen die Nächsten, dann kommt der Handwerker. Aber der Handwerker, der die wunderschönen Türen nachher macht, so, der ist ja nicht besser oder schlechter, sondern seine Aufgabe ist das Handwerk. Und die Aufgabe des Architekten ist das Haus, die Vorbereitungen. Und die Ankanatee, diese alten Seelen, sind von der Quelle allen Seins dazu auserkoren, dieses System zu behüten und zu schützen. Denn eins muss klar sein, in dem Moment, wo die Quelle gesagt habe, ich habe etwas Neues vor, ich möchte ein ganz neues Universum erschaffen, in dem mein eigener Wille, mein Schöpferwille, in die einzelnen Teile hineingegeben wird. Und diese einzelnen Teile haben, weil sie den freien Willen von mir bekommen, die Möglichkeit, alles zu tun. Es wäre auch eine vollkommene Zerstörung möglich in einem geschlossenen System. Ja. Und diese Ankanatee, diese Hüten, die ältesten Seelen sind Art wie eine Schutztruppe, die Inkarnation für Inkarnation für Inkarnation immer hier sind, um die Menschheit zu leiten und zu führen. Ist es so, dass diese Seelen, die jetzt inkarniert sind in der heutigen Zeit, das immer schon wissen? Oder ist es so, dass es oft ein Prozess ist, das überhaupt erst bewusst zu machen oder zu lernen? Wie siehst du das? Die das jetzt hören, werden es verstehen, was ich sage. Ja. Da wir es nicht wissen. Wir durften, ja, wir alle geboren werden. Eine Hüter und eine Hüterin ist eine alte Seele. Eine alte Seele hat so viel Reinkarnationserfahrung, dass wir in den letzten Inkarnationen unser gesamtes Karma bereits erfüllt haben. Aufgrund dieser Fähigkeit durften wir vor dieser Inkarnation inkarnieren, ohne dass es noch Karma gibt. Mhm. Aus einem einzigen Grund, dabei zu sein, wenn Mutter Erde aufsteigt. Das, was gerade passiert, Michael, ist etwas, was es noch niemals im Universum gegeben hat. Ein gesamtes planetares System steigt komplett auf, geht aus einer Dimension in eine andere. Das war bisher nur, also sogenannten Meistern, Buddha, Krishna, Yeshua, haben das vorher vollbracht. Jetzt steigt das gesamte System auf. Damit dieses System aufsteigen kann, braucht es eine enorme Anzahl von Energie. Worum wir heute hauptsächlich sprechen sollten, ist Energie. Es geht um Energie, nicht materielle Energie. Es geht um Bewusstseinsenergie und es geht um Beeinflussungsenergie. Und diese beiden Energien zu liefern, können eben per Definition nur bewusste Menschen. Und das Zweite ist, um die Emotionen, die notwendig sind, zu transformieren, braucht es Liebe. Es bedeutet, nur eine reife Seele, die in vielen Inkarnationen alle ihre Themen erlebt hat und damit gelöst hat, nochmals kommt, ohne dass sie noch persönliche Themen zu lösen hat, ja, aus der reinen Liebe heraus. Das Einzige, was wir mussten, das Schöne ist, die geistige Welt gibt immer so wunderbare Beispiele. Wir standen am Himmelstor
bereit, jetzt gehe ich nochmal runter mit allen anderen. Wir sind richtig dabei, wir werden dieses System nach Hause lieben. Aber ich muss ja da runter. Das heißt, ich bin wieder Tiefseetaucher, der oben schwimmt, aber ich muss auf 60 Meter runter. Jetzt, wie komme ich runter? Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir brauchen Ballast. Also mussten wir an der Reinkarnationshimmelstür irgendetwas packen, um da runterzukommen. Weil wenn du nicht kein Thema mehr hast, kannst du nicht am Spiel des Lebens teilnehmen. Weil der Sinn des Spiels des Lebens ist, Reinkarnationserfahrungen zu machen, indem du bestimmte Themen hast. Und löst. Und sie löst. Ja, ja. Jetzt hast du nichts mehr zum Lösen, willst aber trotzdem teilnehmen. Weißt du, was wir gemacht haben? Bevor es in den Körper ging, haben wir schnell noch da einen von diesen Rucksacken gepackt. Zack. Partnerschaftsprobleme, okay, zack, drauf und runter. Oder finanzielle Probleme, ja, ist gut, hört sich gut an, und runter. Das heißt, ja, wir haben funktioniert immer. Jetzt funktioniert irgendeiner dieser Themen, haben wir gepackt. Ja. Und durch sie kamen wir hier an. Und das Fantastische ist, wenn wir das verstehen, Michael, brauchen wir ja nur in dieser Inkarnation, sobald ich sage immer wieder, sobald du erkennst, wer du bist, wirst du wissen, warum du hier bist, du wirst deine Bestimmung erkennen, du kennst deine Aufgabe, du musst nur dich erinnern, wer du bist. Manchmal braucht es einen Menschen im Außen, der wieder sagt, wer du bist. Und dann kann eins passieren. Solange ich noch diese Themen in mir trage, sie in meinem Unbewussten verankert sind, brauche ich natürlich bestimmte Techniken, ich muss das verarbeiten, das kann Leben dauern. Aber das haben wir ja nicht mehr. Es ist im Unterbewusstsein ja keine Voraussetzung mehr. Diesen Rucksack brauche ich nur, wenn ich erkenne. Ja. Und ich lasse ihn fallen. Und das passiert gerade. Noch niemals auf der Welt sind über 7 Millionen Hüter und Hüterinnen inkarniert. Hier sitzen ganz viele drin. Sie spüren auch, das kannst du auch nicht mit dem Verstand verstehen. Das kannst du nur fühlen, dass in mir etwas ist. Und jetzt das, was du, die Frage ist, die zentrale Frage. Diese Menschen, die eine Rolle spielen, diese Ankanate, haben bereits in Kindheit immer gefühlt und auch später, ich bin anders als die Menschen dieser Welt. Jetzt weist du darauf hin, dass insofern der 21.12.2012 schon eine Bedeutung hat, weil mit der Frequenz der Erde etwas passiert. Ja, ja. Was ist da der Schlüssel und warum ist das so bedeutsam? Also, dass sich an der Schumann-Frequenz was ändert. Also ich kann dir jetzt nur das sagen, was mir die geistige Welt gesagt hat. Es ist nicht auf meine Misch gewachsen, ich wüsste diese Dinge gar nicht. Und ich habe mich relativ früh, als ich 2007 gemerkt habe, dass ich medial bin, habe ich mich entschieden, was mir die geistige Welt sagt, ist für mich zu 100% Tatsache. Ich muss es nicht bestätigt wissen, ich muss nicht googeln um bestimmte Dinge, sondern es ist für mich so und ich lebe danach. Die geistige Welt hat mir Folgendes gesagt. 1987 an der harmonischen Konvergenz. Solara und Tausende von Lichtarbeitern, Ankanate, alte Seelen auf der ganzen Welt haben die Voraussetzungen erstellt. Bis dann war das Schwingungslevel, das Schwingungsfrequenzlevel von Mutter Erde bei dieser sogenannten Schumann-Frequenz 7,83 Hertz. Alle Atome, alle Moleküle haben sich daran ausgerichtet. Alles schwingt ja, einschließlich unserer Körper. Durch diese harmonische Konvergenz wurde das Tor 1111 geöffnet, das Lichttor, das Tor der Meisterschaft. Und von 1987 bis, ihr könnt es jetzt in diesen einzelnen Stufen, kann man das dann darstellen, von 1987 bis zum Jahr 2010, und es ist ganz wichtig, das zu verstehen, weil die das jetzt hier hören und nachher sehen werden wissen, was sie zu tun haben. Weil es geht um das Tun. Diese Stufen waren früher so, dass Mutter Erde von 1987 bis 2010 5 Oktaven nach oben gegangen ist, immer in 0,5er Schritten. Also sie hat sukzessive ihre eigene Energie angehoben. Ja. Sie hatte Zeit von 87 bis 2010 5 Oktaven aufzusteigen. Nämlich, wir waren 2010 bei 13 Hertz, etwas drüber. Von 2010 bis 2012, also bis jetzt, wir liegen derzeit bei 16,7 Hertz. Also ganz andere Geschwindigkeit auch. Ja, in 2 Jahren 4 Oktaven. Ja. Jetzt, wir werden in den nächsten Tagen, das heißt diejenigen von euch, die vielleicht spüren, dass ihr jetzt momentan emotional belastet werdet, dass ihr in den nächsten Tagen wieder, dass ihr so extrem teilhaft körperlicher Ebene ist. Kommt davon, manche von uns tragen es auf körperlicher Ebene über Krankheiten aus, andere auf emotionaler Ebene. Das heißt, momentan baut sich wieder diese Energie auf, das ist nachher das Thema von Bewusstseinsenergie, die benötigt wird, um den Treibstoff zu liefern, dass Mutter Erde wie eine Trägerrakete aufsteigen kann. Und wir haben jetzt, um das zu verstehen, von jetzt knapp 7 Monate,
Und Zielfrequenz ist 21 Hertz, ja. Weil 21 Hertz ist im Tarot das Äon. Die 21. Karte ist die Heimat, die Welt, die schönste Karte im Tarot. Das ist die fünfte Dimension, das ist die Frequenz der Liebe. Das heißt, wo sie vorher 23 Jahre hatte für 5 Oktaven, 2 Jahre für 4 Oktaven, haben wir jetzt knapp 7 Monate für 4,5 Oktaven. Also wir brauchen eine enorme Aufstiegskraft. Die Trägerrakete Mutter Erde will aufsteigen und sie braucht Energie. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass es du darauf hinweist, dass es nicht einen Automatismus gibt. Nein. Also es nicht so ist, dass man jetzt sagt, man kann sich zurücklehnen, das wird alles schon werden. Nein. Sondern obwohl das vielen am liebsten wäre. Klar, das ist immer so. Vor allem die rosa-rote Brille tragen und immer denken, es wird alles von alleine gut. Nein. Also du jeder muss seinen Beitrag dazu leisten. Muss nicht. Okay. Aber ein Ankanate, also um das darzustellen, es ist so, der Großteil der Menschheit, 7 Milliarden Menschen, haben keine Ahnung, was passiert, weil sie schon mal allein vom Informationszustand keine Ahnung haben. Selbst die, die in Deutschland oder in der Schweiz, in Österreich leben, die sich informieren könnten, haben kein Interesse. Sie schauen gerne ein Fußballspiel an, sie gehen auch gut essen, aber sie würden sich über die Themen, die wir momentan drüber sprechen, sie haben einfach keine Affinität dazu. Warum? Weil sie aufgrund ihres Reinkarnationszyklus nicht die Reife haben. Es hat nichts mit Bewertung zu tun, gut oder schlecht. Es ist einfach ein Entwicklungs-, ein Bewusstseinszustand. Ja. Das entscheidende Kriterium, also hat Yeshua, ich habe mich entschieden, speziell nur noch als Medium zu wirken. Auch ganz auf der Rainbow-Messe habe ich jetzt 5 Channelings nur von Yeshua gegeben, was für mich am herausfordernd ist, weil er ja als Jesus, das ist ja nicht sein Name gewesen, vielen bekannt ist. Also die Erzengelkräfte zu channeln ist viel einfacher, sie sind unpersönlich, auch unsere Seelen. Aber bei Yeshua ist das auch immer eine persönliche Sache. Und er hat gesagt, du hast nur eine einzige Möglichkeit, also es gibt nur dann einen Menschen, der sich um andere kümmert, also Mitgefühl, wirkliches Mitgefühl. Und wir brauchen momentan Menschen, die Mitgefühl haben. Weil nur jemand, der Mitgefühl hat, ist interessiert am anderen Menschen und interessiert an dieser Welt und ihren Menschen und Tieren. Mitgefühl entsteht aber nur aus Liebe. Also nur die vorher entwickelte Selbstliebe führt dann zur Nächstenliebe. Yeshua sagt immer wieder in seinen Channelings, ich habe niemals gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben. Die wahre Botschaft, die ich euch gegeben habe, wahre Liebe zuerst dich selbst. Und dann wird es dir ein leichtes sein, deinen Nächsten zu lieben. Also die Reihenfolge eigentlich rumdrehen. Ja, die Reihenfolge hat aber zu etwas geführt. Die Reihenfolge hat unsere Aufmerksamkeit nach außen verlegt, in die Welt dort draußen. Wir haben versucht, den Menschen draußen zu lieben, damit wir geliebt werden. Und das ist etwas, was nie funktionieren konnte. 2 Dinge müssen fallen auf dieser Welt, sagt die geistige Welt. Die Macht des kontrollierten Geldes und die Macht dieses speziellen Vereines. Denn die wahre Lehre, der wir alle, wir sind ja so gesehen alle Christen, wenn wir hier in Europa geboren sind. Und 2 Dinge wurde, die letzten 2000 Jahre haben wir eine Gehirnwäsche bekommen. Weil eins ist wichtig, Michael, wir haben ja nicht in dieser Inkarnation nur diese Dinge bekommen, sondern wir haben die letzten 2000 Jahre, hat jeder von uns ungefähr 50 Inkarnationen. In der Regel immer in denselben Voraussetzungen, im Mittelalter, nach 1000 Jahren. Und wir haben immer dieselben, wir haben immer 2 Botschaften bekommen. Das ist heute, wenn wir das verstehen, in meinem 2. Buch habe ich 30 Seiten von Yeshua gechannelt bekommen. Und er sagt, du musst endlich die gelogene Geschichte meines Lebens loslassen, um zur Wahrheit zu kommen. Und die gelogene Geschichte, die uns erzählt wurde, ist 2 Dinge. Schuldig seit Geburt, weil Adam und Eva etwas getan haben, mit dem wir nichts zu tun haben, sind wir schuldig. Das heißt, wir wurden erst in Schuld gebracht. Diese Welt heute, dass wir Billiarden und Billionen Schulden haben, war nur auf dieser Voraussetzung aufgebaut. Ein inneres Wesen kann nur im Äußeren Schulden haben, also materielle Schulden, wenn es im Inneren ein Schuldthema hat. Aber mit dem Schuldthema hat sich natürlich ein wundervolles Instrument ergeben, die Menschen zu knebeln und zu knechten und eine Mittlerkaste, nämlich die Priester aufzubauen, die dir erklären, mir erklären, wie alles zu funktionieren hat, denn sie haben den Schlüssel, um die Schuld wieder zu vergeben. Wenn das kippt... Das ist das zweite Thema. Sie haben uns schuldig gemacht und dann ohnmächtig, indem sie uns gesagt haben, du selbst kannst gar nichts tun, deine Schuld zu tilgen. Du brauchst uns oder du brauchst Jesus, um für dich diese Schuld zu tilgen. Das heißt, die Menschheit ist schuldig
und ohnmächtig und damit abhängig und damit wunderbar kontrollierbar. Deswegen auch erbittet Jeschua sagt, ich war nie ein Römer, deswegen heiße ich, kann nicht Jesus heißen. Jesus ist ein lateinischer Name. Mein wahrer Name ist Jeschua ben Josef, Sohn aus dem Hause Davids. Und wenn wir das in uns loslassen, lassen wir endlich die Lüge los und sie wird uns sofort befreien, weil wenn die Lüge weggeht, nach dem Gesetz des Prinzips des Vakuums, kommt die Wahrheit. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Das wird man im Vatikan nicht so gerne hören. Könnte sein, ja. Ja, gut. Aber das ist wiederum ein anderes Thema. Nicht nur ein anderes Thema, sondern schlicht und ergreifend wurscht. Wir sagen nachher noch bitte etwas zu diesen Personen, die Schlüsselfunktionen haben. Bitte. Klar, ja. Jetzt nochmal der Hinweis, insofern ganz wichtig, dass wir unseren Beitrag, du hast es korrigiert, nicht leisten müssen, sondern dass wir einen Beitrag leisten sollten oder einen Beitrag leisten können, sondern wollen. Wollen. Gut. Ein Ankanete, der mit Tiefe, also ein Hüter, eine Hüterin, die hier, das ist wie eine Mutter. Du wirst zu einer Mutter nicht sagen müssen, du musst jetzt dein Kind lieben oder versorgen. Das brauchst du der Mutter nicht sagen. Und so ist es. Genau dasselbe ist es. Wir sind hier und wir haben das tiefe Bedürfnis. Ich habe so viele Menschen kennengelernt die letzten 5 Jahre und alle sagen mir dasselbe. Ich möchte so gerne dieser Welt und den Menschen helfen. Ich möchte Liebe, ich möchte Gerechtigkeit, ich möchte, dass es allen gut geht. Das ist in einem Menschen, der die Selbstliebe entwickelt hat, ein automatisch, dass dann die Nächstenliebe daraus entsteht. Und deswegen wollen ja alle etwas tun. Und unsere Aufgabe, Michael, auch das, was wir heute hier tun, ist die Aufgabe, den Menschen etwas an die Hand zu geben, nicht mehr Informationen, sondern was kannst du, was kann ich jeden Tag tun? Vor allem, wenn ich den Impuls der geistigen Welt bekomme, dass es jetzt gerade bei mir in der Zeit wäre, was zu tun. Wir bekommen ja die Impulse. Ja. Jetzt weißt du darauf hin, ziehst den wunderschönen Vergleich, dass wir in vielen Bereichen gleichwohl in einer Welt leben, die ähnlich wie aus der Zeit, als man davon ausging, dass die Erde eine Scheibe ist, heute immer noch von Irrtümern oder Fehlinterpretationen ausgeht. Wie kriegen wir denn das weg? Die einzige Möglichkeit, um etwas zu verändern, zuerst muss das Bewusstsein verändert werden. Das morphogenetische Feld von Mutter Erde ist ein Bewusstseinsfeld, geistige Welt oder auch die spirituelle Welt nennt es ja die Akasha-Chronik, das Wissens, der Gedächtnisspeicher. Wenn wir in der Lage sind, in den Prophezeiungen von Celestine, die ich 1992 gelesen habe, hat ein Satz mich ergriffen. Ich habe ihn damals nicht verstanden. Heute weiß ich, was gemeint ist. Dort steht die kritische Masse von Menschen. Dort werden die Ankanatees genannt. Die kritische Masse. 1 Promille der Menschheit sind ziemlich genau etwas über um die 7 Millionen. Die sind zum ersten Mal hier inkarniert, weil was es jetzt braucht, ist ein neues Bewusstseinsfeld, ein neues Gedanken, emotional, also ein Gedankenfeld, über das ein emotionales Feld entsteht. Denn wenn wir geistig, seelisch, wir können diese Welt nicht verändern, indem wir versuchen, auf der Welt etwas zu verändern, neue Techniken oder sonstiges. Es wird nicht funktionieren. Wenn wir aber ein neues gedankliches, ein Bewusstseinsfeld neu ausrichten, das über das emotionale Feld mit Energie versorgt wird, und das ist das Fantastische, das ist das mit dem 100. Affen. Deswegen kann jeder von uns das Zünglein an der Waage sein. Du, ich, können der 100., wenn ich uns beide jetzt kurz so bezeichne, nur als Beispiel, dieser 100. Affe sein, dieses Zünglein an der Waage, dieser letzte Tropfen. Deswegen kommt es auf jeden an, aber nicht, weil er soll, sondern wenn du spürst aus deinem innersten Herzen, ich möchte etwas tun, und du dann die Information bekommst, was, dann wirst du handeln, weil du es willst, weil immer der freie Wille das entscheidend ist. Die geistige Welt, die Erzengelkräfte stehen da mit vollen Händen und warten bei ganz vielen Menschen, dass sie tun dürfen. Aber, wie heißt es, bitte, dann wird es dir gegeben. Klopfe du an, dann wird dir aufgetan. Frage du, dann wirst du eine Antwort erhalten. Dein Stichwort in dem Prozess Bewusstseinsenergie. Ja. Was ist das, was man darunter, also ich sag mal jetzt in dem konkreten Prozess zu verstehen hat? Was kann da der einzelne Beitrag sein? Also ich liebe deine Fragen. Aber das kennst du eigentlich aus. Du kommst zu schnell auf den Punkt. Wenn wir jetzt bei
Wir sind momentan bei 16,7 Hertz, 0,5 Frequenzen geht es nach oben. Wir gehen jetzt auf 17,2. Wenn Mutter Erde eine neue Stufe, und sie hat momentan, sind die Stufen haben sich verzehnfacht, also die Stufen sind sehr klein geworden, aber sehr intensiv, sehr häufig. Wir haben momentan alle 2 bis 2 Wochen bis 4, also einmal alle 14 Tage, 4 Wochen eine neue Stufe zu erklimmen. Jetzt ist es wie eine Trägerrakete. Mutter Erde möchte aufsteigen, sie braucht dafür Energie, wie eine Rakete Energie braucht. Sie hat zwei Möglichkeiten, dass sie diese Energie bekommt. Entweder sie wird vorher vollgetankt, was das Beste wäre, bevor sie überhaupt die nächste Stufe erklimmen darf, wird aufgetankt. Dann kann sie, wenn sie den Punkt erreicht, den Punkt, wo es weitergeht, wird sie aufsteigen, es wird sanft verlaufen. Voll zu tanken ist nur möglich, deswegen heißt es ja Bewusstseinsenergie, durch Wesen, die Bewusstsein haben. Da ein Großteil der Menschheit unbewusst, ohnmächtig ist, hängt es an wem? Und den anderen. An den Ja, Bewussten. an dem, klar. Das sind wieder diejenigen, die vom Reinkarnationszyklus die alten Seelen sind, weil sie am bewusstesten sind. Das sind die, die sich in dieser Inkarnation 10, 15, 20, 30, 40 Jahre mit diesen Dingen beschäftigen. Und jetzt passiert Folgendes. Das Entscheidende ist, Sie haben mir letztes Jahr gesagt, vorher habe ich gedacht, was ist mit mir los? Seit über 30 Jahren mache ich diese Dinge. Ich habe Reinkarnationszüge, ich habe so viele Dinge gemacht und habe ganz viel für mich bearbeitet. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, ich würde wie am Anfang stehen, eigentlich schlimmer als am Anfang. Und jetzt haben Sie mir erklärt, was momentan passiert ist, diese Bewusstseinsenergie wird hauptsächlich umgewandelt, wenn du deine eigenen Emotionen, und zwar Freude wäre super, aber erstmal diese noch vorhandenen negativen, in Anführungszeichen, wenn wir jetzt von negativ sprechen, Ja. Wut, Eifersucht, Hass, also alle die höchsten Emotionen sind in uns drin. Und sie sagen, wir, die Ankanatee, haben in dieser Inkarnation und in anderen Inkarnationen diese Energien gebunkert, mit voller Absicht. Das heißt, wir haben, Auch die negativen oder nein, gerade die, vor gerade allem, die. weil die am meisten Energie liefern, Ja. wenn wir sie wandeln. Das heißt, wir haben speziell auch in dieser Inkarnation viele Dinge auch aus der Kindheit gar nicht geklärt. Wir konnten sie auch nicht klären. Wir haben sie gebunkert. Um jetzt in dieser Phase, wo Mutter Erde diesen Treibstoff braucht, kommen sie hoch. Das heißt, einfachste Dinge. Du gehst vor die Tür und dein Nachbar sagt, du hast dein Auto vor meiner Garage geparkt und normalerweise würdest du lächeln, fahre ich weg. Passiert eins. Wie wenn jemand einen Schalter in dir umlegt, fängst du an zu explodieren. Ja. Das ist das, was gerade passiert. Die einfachsten Dinge triggern uns an. Der Partner kommt zum Frühstückstisch und er sagt einen einzigen Satz und etwas explodiert in dir. Und wenn wir das verstehen, ist das der Zeitpunkt, wo wir Folgendes einfach tun sollen. Da wir umgeben sind von der geistigen Welt, allen voran die Erzengelkräfte sind hier diejenigen, die es für uns tun dürfen. Wir müssen es gar nicht selber tun. Es ist auch kein Prozess von Tagen, Monaten. Es geht alles jetzt ganz leicht, ganz schnell, ganz einfach. Wir sagen nur eins, sobald ich erkenne, oh, da ist Wut in mir. Also gut wäre, dieses Gefühl zu titulieren mit einem Namen. Alles einem Namen zu geben, wäre sehr wichtig. Also ich spüre, das ist tiefste Wut, tiefste Eifersucht, Frust, ich fühle mich gekränkt, ich fühle, also diese Dinge. Ja. Ich gebe ihm meinen Namen und dann sage ich ganz einfach, ich bitte euch, die Erzengelkräfte, diese Energien aus meinem gesamten Sein, entscheidend ist, aus meinem gesamten Sein. Früher hätte ich gesagt, aus all meinen Chakras, erstes Chakra, zweites Chakra und so weiter. Heute, Ja. es reicht aus meinem gesamten Sein. Herauslösen. Und sofort spürst du, wie etwas in dir anfängt, sich zu lösen. Sie nehmen diese Energien, sie lösen sie. Weil es ist Das deine muss aber dann passieren, bevor du dem Nachbarn einen in die Fresse gehauen hast, Genau. ne? Ja. Ja, bitte. Das heißt, deswegen gleich die Tür zumachen, wenn du merkst, Emotionen kommen, sprechen wir später. Ja, Und okay, dann, also entschuldige, ich habe ja, jetzt. nein, das ist schön. Dann transformieren wir diese Energien. Also, erstens, Auftrag an die Ärztinnen und Kräfte, alle diese Energien, Namen titulieren, bitte sofort aus meinem gesamten Sein lösen. Wenn wir wollen, können wir sagen, auch noch alle Inkarnationen und für meine gesamte Ahnenreihe wäre auch möglich. Wenn wir das fühlen, sagen wir das. Jetzt wandeln die das um und jetzt sagen wir, diese Energien bitte umwandeln in Licht und Liebe. Also ganz einfach. Energie titulieren, Erzengelkräfte bitte umwandeln in Licht und Liebe und Mutter Erde als Bewusstseinsenergie zur Verfügung stellen. Tun wir das vorher, bevor sie diese Stufe erreicht, tanken wir sie voll, dann wird sie die nächste Stufe erreichen, wird sich dort einklinken, alles ist gut.
tun das wir heißt, das? Also ich habe, es geht hier um einen Transformationsprozess, ja. Negative, auch destruktive Energie. Ja. Aber es wird jetzt deutlich, dass diese, wie du gesagt hast, diese Energie in Anführungsstriche quasi gebunkert ist, weil sie ein Potenzial für was anderes liefert. Das Potenzial ist, um aufzusteigen. Ist ein Transformationsprozess nicht der Sinn, transformieren? Ich verwandle Niederes, wie hat es Goethe gesagt? Das Niedere wird verwandelt in das Höhere. Und das kann nur ein bewusstes Wesen unserer niederen Emotionen, was er im Tarot die Karte 8 darstellt, wo dieser Löwe, die Frau, die den Löwen hält, unsere niederen Instinkte, unsere niederen Energien, unsere niederen Emotionen über den Bewusstseinsakt, weil ich sage, ich möchte das, wandeln wir sie in etwas Höheres, in Licht und Liebe. Und genau das passiert jetzt kollektiv. Und wenn 7 Millionen weltweit dies tun, wird für jede weitere Stufe, und es wird die nächsten Monate zunehmen, weil die Stufen werden immer schneller erklommen werden, es wird immer mehr Energie gebraucht werden, um Mutter Erde auf diese 21 Hertz zu bringen. Jetzt hast du vorhin darauf hingewiesen, dass das Thema des Schuldigmachen, der Schulden, ein auch Instrument der Unterdrückung, der Abhängigkeit über einen riesigen Zeitraum gewesen ist. Siehst du in dem, jetzt mal ganz auf das, was wir jeden Tag erleben können, was im Augenblick so in dem, an der Krise in dem Wirtschafts- und Finanzsystem stattfindet, ein Beleg dafür, wie ein System, was genau auf dieser Schuld und abhängig und schuldend machen, wie das so Stück für Stück in die Luft fliegt? Hilft das uns, wenn das crasht? Ja. Die geistige Welt hat mir immer und immer wieder gesagt, frage dich selbst, mit deinen Gedanken, die du momentan denkst, trägst du zu Disharmonie oder Harmonie bei? Die Frage ist, wollen wir wirklich einen Crash? Wollen wir, dass das Geldsystem komplett zusammenbricht? Wollen wir, dass sämtliche Kommunikation zusammenbrechen und dann Chaos ausbricht? Weißt du, was passiert, wenn Chaos ausbricht? Das würde Millionen, vielleicht Milliarden Menschenleben kosten. Mhm. Wäre es nicht viel sinnvoller zu sagen, wir, die wir verstanden haben, worum es geht, nutzen, da wir uns permanent vernetzen können, dass wir solche Dinge nutzen können, Bücher lesen können, zusammenkommen können. Und wir schaffen jetzt die geistigen Voraussetzungen. Wir lassen jetzt momentan die Welt so, wie sie ist. Wir schaffen die bereits geistig notwendigen Voraussetzungen. Wir gehen jetzt in unser, Jeshua hat immer gesagt, daran wird man dich erkennen, dass ihr euch untereinander lieb habt. Wir gehen jetzt schon in die gelebte Selbstliebe. Das zentrale Thema ist jetzt Selbstliebe. Das bedeutet, dass wir in allen unseren Lebensbereichen, in der Partnerschaft, in unserem Beruf, in allen Bereichen in die Selbstliebe gehen. Die Selbstliebe bedeutet, dass wir keine Kompromisse mehr eingehen, dass wir keinen Beruf ausüben oder nachgehen, den wir nur des Gelderwerbs, sondern nur noch, wenn wir davon erfüllt sind. Dass wir nur noch in einer Partnerschaft leben, die uns mit Liebe erfüllt, nicht weil wir Kompromisse eingehen müssen. Das heißt, wir können jetzt anfangen, die gelebte Selbstliebe zu leben. Wenn wir das tun, wenn es viele von uns tun, wenn es die kritische Masse tut, werden wir dem morphogenetischen Feld von Mutter Erde, das gerade dabei ist, permanent sich weiter anzuheben und damit immer effektiver wird. Wenn wir in der Dimension 5 sind, weißt du, es gibt keine Zeit mehr. Das bedeutet, Gedanke, Emotion gleich erleben. Da kommen wir jetzt hin. Also lassen wir doch einfach momentan die Welt so, wie sie ist, denn sie ist gerade selber dabei, sich ab Absurdum zu führen. Ja. Noch niemals gab es in sämtlichen Schichten in Amerika, auch hier bei uns, Frage, wie kann es sein, dass ein paar wenige alles haben oder Großteil nichts? Diese Frage werfen nicht nur die Piraten bei uns in Deutschland auf, die werden allgemein gerade auf. Das kommt doch, es kommt eine solch große Bewusstseinswelle, dass jeder mittlerweile merkt, da stimmt etwas nicht. Also da hast du völlig recht, das ist so, dass die Menschen zunehmend, das kann man auch so schön festmachen an Chats und Foren und Blogs und so weiter, begreifen, dass dieses System, was wir im Augenblick haben, wie du so sagst, wirklich sich ad absurdum, also selber quasi abschafft und selber vor die Wand fährt, was ja nicht unbedingt jetzt der Crash oder die Zerstörung sein muss, sondern einfach, wo man dann sagt, sag mal, was machen wir hier eigentlich? Und wenn du dann einfach aufwachst, dann sagst du, okay, also schön, das war ja ein ziemlicher Blödsinn, jetzt haben wir es begriffen, jetzt können wir auch
Chaos oder Neubeginn, heißt es im ersten Kapitel deines Buches. Ja. Einen Neubeginn machen, ohne dass deswegen ein Chaos entsteht. Auf der Bewusstseinsebene. Wenn wir wir sprechen heute von zwei Dingen. Wir haben gesagt, es braucht Bewusstseinsenergie. Die Bewusstseinsenergie ist die Energie, damit wir Mutter Erde auf dieses Schwingungslevel 21 Hertz bringen. Die Bewusstseinsenergie kann jeden Tag von uns entwickelt oder gelebt werden, indem wir sowieso schon in der Freude sind, Liebe geben oder die Emotionen, die in uns sind, umwandeln in Licht und Liebe. Zweitens, sie kann dadurch, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, was wäre, wenn nicht genügend von uns bereit wären? Hätte ich jetzt gefragt. Okay. nein, ist ja wurscht. Ihr täglich Brot ich kann zu gehen, leben. Mach weiter. Nein, bitte nicht. Ja. Ihr tägliches Brot zu leben, ja. Nämlich unsere Aufgabe. Deswegen ist der einzige Grund, warum wir in Wirklichkeit hier sind, du, ich, all diese Menschen, um das zu tun, weil deswegen sind wir hier. Wir wussten vor unserer Inkarnation, dass das unsere Aufgabe sein wird. Das bedeutet, würden wir es nicht in genügend Art und Weise, würden wir nur halb voll tanken, drei Viertel, würde Mutter Erde während ihres Aufstiegs aufs Gas gehen. Und was passiert, das haben wir alle schon mal erlebt, oder weniger, aber vielleicht, ich habe es einmal in meinem Leben erlebt, wo ich Gas gegeben habe und es gemacht hat, weil der Tank dann leer war. Das heißt, wenn sie aufs Gas geht und müsste mitten in einem Aufstiegsprozess, hätte sie nicht genügend Energie, weil vorher nicht freiwillig bereits geliefert wurde, muss sie sofort innerhalb einer ganz kurzen Zeit Bewusstseinsenergien selbst produzieren lassen. Nicht sie tut es. Es geht immer über das Bewusstsein. Also was tut sie? Sie macht an irgendeiner Stelle ihrer großen Planeten so. Wir erfahren dadurch eine Naturkatastrophe, von der 100, 500 oder 1000 oder 10.000 Menschen betroffen sind und über das Internet, das Fernsehen Millionen. Was passiert? Es geht eine Bewusstseinswelle von Mitgefühl, von Betroffenheit um die Erde, erzeugt in einer Jetzt-Situation von Millionen von Menschen und sie kriegt die Energie, die sie braucht und steigt auf. Das bedeutet, wir können jetzt selbst dazu beitragen, die nächsten 7 Monate, wollen wir einen disharmonischen Aufstieg, denn sie wird definitiv aufsteigen. Was für mich ganz gravierend ist, die geistige Welt sagt, weißt du, wer für uns an erster Stelle steht, für die Erzengelkräfte? Mutter Gaia, sie steigt auf, dann erst kommt die Menschheit. Das heißt, die gesamte Menschheit, über 7 Milliarden Menschen, sind aus geistiger Sicht untergeordnet. Mutter Erde, diese Perle des Universums, geht nach Hause und sie hat die oberste Priorität. Mutter Erde, das Bild, das sie mir gegeben haben, ist wie eine Mutter. Sie trägt in ihren Händen über 7 Milliarden Kinder und sie möchte alle mit nach Hause bringen. Und sie sagt, die Mächtigen der Welt haben sich an ihre Fersen geheftet, weil sie wissen, dass sie jetzt gerade sehr, sehr anfällig ist. Und immer wenn sie an ihre Fersen unten, sie am Aufstieg hindern wollen, gerade jetzt, muss sich Mutter Erde kurz abstützen, also an den Felsen. Und sie stützt sich ab auf uns, weil wir trägermäßig, ein Ankanate, ein bewusster Mensch, eine alte Seele, ist über diesem Schwingungslevel von 16,7. Wir schwingen alle drüber, 18 oder höher. Und es bedeutet, sie ist in dem Moment wie diejenige, die sich kurz an unseren Halteseilen halten muss. Das ist dann, wenn wir 2 oder 3 Tage emotional in ein totales Loch fallen. Das ist dann, wenn wir wieder in Krankheit, wenn wir wieder so Schübe kriegen, der eine im Rheuma oder sonstigen. Und aber sie sagt, sie tut es nur für ganz kurze Zeit und dann geht sie weiter. Also ist dann eigentlich der Unterschied, von dem du redest, zwischen einem sprunghaften Aufstieg und einem sanften Hinübergleiten. Ja. Und wir selber haben, das wird ja auch sehr deutlich, es dann schon ein Stück weit in der Hand. Nicht ein Stück. Wir haben es ganz alleine. Wir haben es in der Hand, ob das Ganze eben dann auch mit Blessuren abgeht. Denn wenn du sagst, ich brauche eine Welle des Mitgefühls aufgrund, wir haben ja gerade jetzt ein großes Erdbeben in Italien. Und auch wieder in Japan war wieder etwas. Wenn du so etwas, ich sage mal, brauchst, damit sich bewusstseinsenergiemäßig was tut, geht das ja auf Kosten auch von Opfern schlicht und ergreifend. Am 13. Januar haben die Erzengelkräfte mir folgende Botschaft gegeben. Tod oder Leben. Sie fragen, wie viel müssen noch bereit sein, ihr Leben zu geben? Weil eben diese Energie nicht automatisch produziert wird. Wir werden nicht automatisch nur sanft nach Hause gehen. Mhm. Wir gehen nach Hause definitiv, wie viele von uns mitgehen können. Mutter Erde möchte, dass alle mitgehen. Aber sie braucht dafür Energie und das ist eben die Bewusstseinsenergie. Das Entscheidende wird sein, Michael, am 18., 19. Dezember
Wenn Mutter Erde dann bei 20,7 Hertz steht, wird sie dann die letzte Stufe, nämlich 0,5 Hertz, aufsteigen. Und es wird ein sanftes Hinübergleiten sein. Das Fantastische ist, dass dann alle recht haben werden, die momentan denken, dass wir alle an hier haben, weil wir diese Dinge tun. Also die, die nichts von diesen Dingen, sie werden dann recht haben, weil sie werden sagen, jetzt ist der 22.12., es ist alles wie vorher und, ja, haben wir doch gleich gesagt. Das sind irre, genau. Ja, hast du jetzt alles umsonst gemacht, ja, dürft sie gerne sagen. Aber aus meiner momentanen Verantwortung, ich spüre ganz deutlich, dass der ganze und die Erzengelkräfte sind hier und auch unsere Seelen und die Jeschua sind hier so deutlich. Sie gehen immer, der freie Wille, sie sagen, also die geistige Welt geht immer nur einen ganz bestimmten Punkt und dann überlassen sie es mir, ich spüre das sehr deutlich, sie gehen nicht weiter, sie könnten mehr sagen, aber sie dürfen es nicht. Und dann darf ich es selber herausfinden, indem ich dann ins Gefühl sage, also ich fühle, dass das so und so ist. Und dann kommt es schon, ja. Und was mir Jeschua jetzt gesagt hat, wir haben ein Datum, also ich habe ein Datum bekommen. Jeschua hat gesagt, die geistige Welt sagt, bis zum 30. September diesen Jahres müssen wir den freien Willen, soweit es wir gehen jetzt schon, wir lehnen uns aus dem Fenster. Die geistige Welt hat gesagt, Mutter Erde, euer System wäre schon längst kollabiert. Mutter Erde müsste schon um ihr Überleben kämpfen mit dem, was passiert ist auf dieser Erde. Aber wir, die Erzengelkräfte, stabilisieren und halten sie. Damit halten sie aber auch das System auf dieser Erde. Und sie sagen, wir müssen das so lange als möglich. Jede Seele, jeder Seelenanteil auf dieser Erde muss nach dem freien Willen jetzt die Gelegenheit bekommen, solange es irgendwie geht, eine eigene freie Entscheidung fällen zu dürfen. Und wir können bis zum 30. September gehen. Ja. Und dann wird sich's entscheiden. Die Mächtigen dieser Welt müssen bereit sein, jetzt diese spirituellen Entscheidungen zu treffen und alles in eine gerechte. Wir sind gerade das Pendel, was ganz lange hier war, muss jetzt in die andere Richtung gehen. Es muss eine allgemeine Verteilung, eine Gerechtigkeit für alle entstehen. Jetzt ist das, was du mit dem Stichwort dein 2012-Prozess auch erwähnst und auch ansprichst, so etwas wie eine Hilfe, eine Prozessbegleitung nennst du das. Ja. Was versteht man oder was kann das sein und welche Hilfestellung kann man auf die Art und Weise bekommen, können die also Menschen bekommen? Den Prozess zu verstehen bedeutet, das Buch sind ja 200 gechannelte Seiten. Ich habe in YouTube einen Vortrag, das sind nur 7 Seiten über die Stufen von dem ganzen Buch. Es ist ein Prozess, der in uns stattfindet, der ganz viel mit unseren Emotionen zu tun hat, der mit der Schuld zu tun hat, dass wir die erkennen und sie endlich loslassen. Damit befreien wir uns dieser Schuld, der in die Nächstenliebe geht. Es ist ganz wichtig, dass wir heute noch einen einzigen Punkt besprechen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt auch vor allem, du sollst deine Feinde lieben. Das müssen wir bitte unbedingt heute noch klären, wie das ganz, 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 ganz wichtig ist. Das ist der zweite Auftrag, den wir zu erfüllen haben. Das heißt, dieser Prozess, du wirst an die Hand genommen. Mich nimmt die geistige Welt über das Channeling an die Hand. Ich habe die letzten Jahre diesen Prozess selber, wurde an den, in allen Lebensbereichen durch diesen Prozess durchgeführt. Es geht darum, dass jeder von uns das jetzt erleben darf. Wir bekommen alle an so einen Punkt, wo wir, sie sagen, es ist unsere letzte Inkarnation. Wir schließen mit dieser Inkarnation unseren Reinkarnationszyklus ab. Wir haben uns angemeldet für Vollkommenheit. In der letzten Inkarnation musst du die Prüfung bestehen. Sie wird nur in einer einzigen Inkarnation gestellt. Die Prüfung des vollkommenen Loslassens, also damit der vollkommenen Anvertrauung uns an unsere eigene Seele oder das Göttliche an uns. Das heißt, wir werden in Lebensthemen gebracht, wo wir irgendwann merken, ich kann nicht mehr aus eigener Kraft weitermachen. Selbst mit meinem positiven Denken, mit all diesen Dingen, komme ich an einen Punkt. Und ganz viele leben das momentan. Ganz viele spirituelle Menschen waren schwer krank oder sonstiges und mussten irgendwann komplett loslassen. Dieses sich vollkommen übergeben. Nicht mein Wille, sondern der göttliche Wille soll geschehen. Und dieser Prozess werden wir hindurchgeführt durch unsere Lebensthemen in unseren Partnerschaften. Und das Buch nimmt einfach durch die Worte an die Hand. Da ist ein gechanneltes Buch, ist so wie alle Bücher von Walsh und von Grayung und von so. Das sind ja gechannelte Bücher, haben die Fähigkeit. Die geistige Welt hat mir gesagt, diese Bücher wirken deswegen so stark, weil wir mehrere Kanäle benutzen. Das heißt, wir gehen nicht nur über den Wortkanal, sondern wir transformieren Energien über den Gefühls-, den emotionalen Kanal, gleichzeitig über den spirituellen Kanal. Deswegen, gechannelte Bücher nehmen uns anders an die Hand. Sie bringen uns in einen Prozess. Das heißt, durch das Lesen findet ein Prozess statt, der am Anfang, und das ist jetzt etwas ganz Wichtiges, Michael.
je mehr von uns, den Hütern und Hüterinnen, noch vor dem 21.12. ihren eigenen Prozess abschließen, indem sie alle ihre Themen erlösen und sich selbst vorher in der Schwingungslevel von 21 Hertz, mein eigenes Schwingungslevel war im Oktober, habe ich das Buch vollendet, also im November, war bei 21 Hertz. Wenn du den Prozess vollendest, bist du schwingungstechnisch bei 21 Hertz. Damit hast du Trägerfunktion für dieses System. Du hebst permanent dieses System nach oben. Wir übernehmen Katalysatorwirkung, weil wir über dem Schwingungslevel von diesem System sind. Je mehr das von uns tun, also je mehr von uns jetzt ihren eigenen Prozess abschließen und damit die 21 Hertz erreichen, werden wir dieses System förmlich nach Hause ziehen oder lieben. Letzte Frage, warum ist das, was du gerade noch angesprochen hast, mit dem Umgang mit den Feinden, so von einer solchen entscheidenden Bedeutung? Aus dem einfachen Grund, also wenn wir das damit abzuschließen, die Bewusstseinsenergie, um aufzusteigen, wird Mutter Erde geliefert, wenn wir täglich unsere Themen bearbeiten, wenn wir bereit sind, komplett in unseren Prozess zu gehen, komplett den Prozess anzunehmen, Ja zu sagen, unsere Schuld abzulegen und damit unsere Abhängigkeiten, unsere Ohnmacht, aus der Ohnmacht heraus in diese drei Schlüssel. Ich komme gleich zu deiner Frage, aber es ist ganz wichtig, dass wir das heute abschließen, weil das werden so viele Menschen hören. Es ist so wichtig, dass wir heute hier sind und dass ihr mich eingeladen habt. Da möchte ich aber erstmal vielen Dank sagen. Diesen Prozess abzuschließen, wird Mutter Erde genügend Energie geben, dass ich sanft aufsteigen kann. Damit werden wir den Transformationsprozess sanft erleben. Wir werden wirklich den 21.12. ganz sanft und harmonisch leben. Aber dann geht es ja weiter. Wir werden dann 20 Jahre Zeit haben, dieses System der Ungerechtigkeit in allen Lebensbereichen zu verwandeln in ein System der Gerechtigkeit, der Freude, der Harmonie und des Friedens für alle. Da werden wir 20 Jahre Zeit haben und ganz viele von uns werden da ganz viel zu tun haben. Aber wir brauchen Voraussetzungen. Welche Voraussetzungen? Wir werden die Welt verändern, weil wir diejenigen, die momentan die Entscheidungsträger sind, verändern. Das sind die Mächtigen natürlich, aber vor allem diejenigen, unsere Volksvertreter. Wir haben ein System auf dieser Welt, dass die Macht ja von woanders kommt, als wir sie in Wirklichkeit erleben. Die Volksvertreter, unsere Volksvertreter, die überall gewählt sind, bestimmen, was in unseren Hasid, treffen die Entscheidungen. Und gerade diese wichtigen Persönlichkeiten, in Deutschland eine Trägerfunktion hat Angela Merkel, sagt ja schon ihr Name, Name ist Bestimmung, Name ist Schicksal. Sie heißt Angela, das heißt, in ihrem Namen steckt schon Engel. Noch dazu heißt die Merkel im EL, im Hebräischen ist das EL das göttliche Prinzip. Alle Erzengel haben Michael, Uriel, Raphael, Gabriel, also das EL, Michael, ist das göttliche Prinzip. Sie trägt es zweifach in sich. Und in jedem Heiligen war vorher auch mal ein Sünder. Was wir jetzt brauchen ist... In der Dimension? Ja. Oh ja. Gut. Solange wir die Träger-Schlüsselfunktionen wie eine Angela Merkel mit ihren Jetzt-Taten scheinbar in Konfrontation, also in Verurteilung bringen, würde das nicht funktionieren. Aber wenn wir jetzt in der Lage sind, diese Menschen zu lieben für das Göttliche in ihnen, sie sind alle seelengeführt, sie haben alle das göttliche Potenzial in sich, alle auf dieser Welt, alle Menschen, auch die Mächtigen, sind göttliche Schöpferwesen. Sie bringen sich momentan anders zum Ausdruck. Aber wenn sie selbst momentan noch dominiert sind von ihrem eigenen Ego, was Teil des Spiels des Lebens ist, was ja auch gut ist. Aber wenn wir jetzt, und das ist das Zweite, was ich gebe, wenn wir uns täglich, immer wenn wir den Impuls bekommen, selbst in den Zustand der reinen Liebe bringen, indem wir an unseren Partner denken, an unsere Kinder denken, wir bringen uns in einen inneren Zustand der Freude und Liebe. Das ist deswegen wichtig, um den freien Willen einzuhalten. Weil wenn ich für einen anderen Menschen etwas tue, für ihn bete, energetisch arbeite, jetzt kommen wir zur zweiten Energie, Bewusstseinsbeeinflussungsenergie. Mhm. Das heißt, wenn ich dann den Impuls bekomme, dass jetzt die nächsten Wochen, Michael, die geistige Welt hat mir gesagt, in den nächsten Wochen und Monaten werden diese Entscheidungsträger, allen voran das zentrale Thema ist Europa. Jeschua hat vor 2000 Jahren gesagt, die Veränderung dieser Welt wird von dem Volk am Mitternachtsberge kommen. Symbolisch ist es der, wie heißt das in Deutschland, im Salzkammergut? Der Unterberg. Untersberg. Danke, der Untersberg. Untersberg, ja. Dort wird die Veränderung dieser Welt kommen. Es sind die deutschsprachigen Völker, Deutschland, Österreich, die Schweiz, die Veränderung bringen werden.
Und dort sitzen ganz viele alte Seelen, ganz viele Ankanathesen, genau dort inkarniert. Und wenn wir jetzt Folgendes tun, wir geben den Schlüsselträgern, unabhängig wie sie sich momentan zum Ausdruck bringen, dann, wenn wir den Impuls bekommen, diese reine Liebe, wir ummanteln sie mit einer violetten oder rosa Energie und senden in uns eine Energie und denken nur Folgendes: In dir ist Wahrheit, in dir ist Liebe, in dir ist Wissen und in dir ist die Kraft zu handeln nach der Wahrheit. Wenn das Millionen von uns tun, mit dieser gebündelten Energie, was passiert? Weißt du, dass es sind Versuche gemacht worden in Amerika, dass für Menschen gebetet wurde und für die, die gebetet wurde, war die Heilungsgrade extrem hoch. Das heißt, wenn viele von uns jetzt diese Energien zusammenbündeln, wird Folgendes passieren. Sie werden zusammensitzen, sie werden Entscheidungen fällen zu haben, sie werden Vorgaben haben, wie diese Entscheidungen aussehen zu haben, sie werden sich zusammensetzen und sie werden plötzlich, werden diese Menschen, wird die innere Seele, 2010, Michael, wurde in allen Menschen die Seelen wach, in allen Menschen, seit 2010. 2012 ist das Jahr, wo in jeder Seele, in jedem Seelenanteil die Seele klar und deutlich wird durch das Gewissen. Und wenn die jetzt an dem Tisch sitzen und dann plötzlich eine Entscheidung fällen zu haben, wird einer anfangen zu sagen, ich habe kein gutes Gefühl bei dem, was wir da beschließen sollen. Und der Nächste wird sagen, ich auch nicht. Und der Nächste sagen, ich auch nicht. Und dann werden die Entscheidungen treffen, die nicht vorher abgemacht waren. Aber weil sie unsere Volksvertreter sind, werden sie sie nach außen geben. Dasselbe ist 1989 passiert, als die Mauer gefallen ist. Denselben Zustand haben wir jetzt. Also, ich sag mal, wir sollten sicherlich dazu beitragen, dass das sich genauso entwickelt. Und ein Punkt, der in der Tat interessant ist, dass es, dass du beobachten kannst aus dem politisch etablierten System heraus, es zunehmend Nachdenklichkeiten gibt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das ist noch kein Grund zu einer allumfassenden Begeisterung, aber es ist offensichtlich so, dass hier so etwas wie ein Prozess stattfindet, dass zunehmend Menschen anfangen, die diese Verantwortung tragen, darüber nachzudenken, ob das, was sie im Augenblick tun, was sie in den vergangenen Jahren gemacht haben. Selbst Leute, von denen gesagt habe, die waren 10, 20, 30 Jahre lang Steigbügelhalter dieses Unterdrückungssystems, sich plötzlich in einer anderen Weise äußern. Also insofern, wenn das der Prozess oder wenn das Gegenstand einer solchen Entwicklung oder Belege für eine solche Entwicklung wären, dann sollte man daran arbeiten. Michael, ein ganz wichtiger Punkt. Jeder Politiker da draußen, ob Mann oder Frau, hat eine sie umgebende Familie. Es muss nicht immer die Person direkt sein. Die haben alle eine Frau oder einen Mann. Es kann doch sein, dass die Frau eines Tages sagt, du sag mal, das, was ihr da macht, ich finde es überhaupt nicht gut. Ja. Dass das Kind und so weiter, dass einfach im Umfeld wird ganz viel passieren. Ich bin der festen Überzeugung, wir können jetzt ganz viel dazu beitragen, wenn viele von uns diese neue Welt jetzt bereits sehen und noch nicht mehr schauen, wie sich die alte Welt noch zum Ausdruck bringt, sondern wir sehen bereits diese neue Welt. Ja. Das ist das Entscheidende. Dann werden wir sie auch jetzt schon realisieren und dann wird sie für uns erfahrbar werden. Und dann, also ich werden bin die festen, etwas tun, woran sie von einem halben Jahr noch nicht geglaubt haben. Ja, die werden wirklich, wir werden so überrascht werden, es wird so schnell gehen, in dem Raum von 2012 bis 2015. Christoph sagt ja auch ganz klar, dieses Thema 2015, werden wir ganz, ganz viele Veränderungen haben. Wir werden, das gesamte System wird sich verändern, weil die Entscheidungsträger die Rahmenbedingungen verändern werden und wird sich alle sagen, ja klar, das hätten wir schon immer so machen können, jetzt passt's. Ja. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön. Das Besondere und das Schöne an diesem Gespräch ist die Perspektive über den 21.12. hinaus, dass es also da nicht, wir haben ja oft, zwar nicht hier, aber diese Debatte mit Untergang und ein Schicksalsdatum und verbunden auch mit Besetzungen wie Angst oder Furcht oder Panik oder so etwas. Und das, was wir heute gehört haben, ist eigentlich genau das Gegenteil. Es ist die Perspektive und es ist eben den Beitrag, den wir dazu leisten wollen und dann auch leisten sollten. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön. Liebe Zuschauer, ich will auf die www.dein2012prozess.de Seite hinweisen mit weiteren Anregungen, Informationen, auch Stichwort Prozessbegleitung.
Insofern lohnt es sich drauf zu sehen. Und dein 2012-Prozess, die Publikation zu diesem Gespräch und letztendlich auch zu dieser Seite und auch da darauf hinweisen, schaut euch das an. Wir wollen und wir sollen, vor allen Dingen wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass sich Dinge verändern. Für das Interesse wie immer ein herzliches Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal beim Alpenpark.